5 Jahre betreibe ich den Kanal jetzt. Am Anfang habe ich gedacht, man braucht tausende Geräte, um wirklich coole Sachen zu bauen. Allerdings fällt mir auf, nach den 5 Jahren, es sind immer die gleichen Geräte, die ich habe und mit denen ich so gut wie alles eigentlich auch bauen kann. Und ich würde sagen, ich habe schon relativ viele Projekte mit den Geräten umgesetzt. Unter anderem eine Schreibtischlampe, ein Schaukelpferd, Bohr- und Fräserschrank, Sideboard, Gartenstuhl, Babybett und weiß der Geier was noch alles. Würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich zeige dir mal die ganzen Geräte, mit denen ich die Sachen gebaut habe. Sachen wie Akkuschrauber, Schraubendreher und lauter so Kleinzeug. Das setze ich voraus. Ja, das setze ich voraus. Da fange ich nicht an, weil sonst will ich in 10 Jahren noch darüber reden. Sondern es geht mir wirklich um die größeren Geräte. So, anfangen möchte ich mit der Tischkreissäge. Die ist unglaublich wichtig. Damit kann man Nuten sägen, man kann Falze sägen, man kann Sachen auseinanderschneiden, man kann Sachen auftrennen, man kann Sachen zurechtsägen, das Ganze winklig. Hat man noch einen Schiebeschlitten dazu, erweitern sich meine Möglichkeiten nochmal mehr. Und das ist meine persönliche Meinung, eine Tischkreissäge ersetzt meiner Meinung oder meiner Erfahrung auch nach relativ gut eine Kappsäge. Nicht ganz, aber zu großen Teilen kann ich sagen, dass ich nicht unbedingt eine Kappsäge bräuchte, wenn ich oder da ich eine Tischkreissäge habe, vor allem eben mit Schiebeschlitten. Der Schiebeschlitten ist eben dann gut. Ich habe hier noch so eine kleine Vorrichtung, mit der kann ich dann wiederholgenau schneiden. Das heißt, das ist ein Anschlag, den stelle ich mir fest auf mein Maß. Dann lasse ich hier mein Holz anschlagen und kann eben auch wiederholgenau sägen. Also Tischkreissäge, wenn es ums Thema Holzheimwerken geht, ist definitiv mit eins der wichtigsten Werkzeuge. Sonst brauchst du eigentlich gar nicht ernsthaft anfangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, ohne eine Tischkreissäge und einen Schiebeschlitten dazu. Für die, die es interessiert, ich habe übrigens einen Tischkreissägenkurs gemacht. Da erkläre ich mal so, wie so eine Tischkreissäge im Grundsätzlichen funktioniert, wie man damit sägt, ist aber nur für komplette Anfänger. Ja, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast oder Übung, dann ist es nichts für dich, aber für blutige Einsteiger, für Leute, die sich nicht an die Kreissäge dran trauen, für die ist der Kurs gemacht. Das Schöne ist noch, wenn du eine passende Tischkreissäge hast, ich habe jetzt eine Bosch GTS, dann kannst du dir noch einen Frästisch, also nicht daraus bauen, sondern dir eine Frästischeinlage bauen. So, das bietet sich auch gerade an. Ich kann hier von der Tischkreissäge meinen Parallelanschlag nutzen für die Fräse. Was kann ich mit so einer Tischfräse machen? Naja, ich kann bündig fräsen, ich kann nach Schablonen fräsen, ich kann Falze fräsen, ich kann Nuten fräsen, ich kann unglaublich viel damit machen. Allein diese Tischkreissäge mit dem Frästisch ist unglaublich wichtig. Also wenn ihr das habt, dann könnt ihr schon mal sehr, sehr, sehr viele Projekte verwirklichen. Also das ist, finde ich, das eins der wichtigsten Werkzeuge, denn ganz ehrlich, wenn man nicht winklig zuschneiden kann, ja, dann brauchst du ja gar nichts bauen, weil wie soll das funktionieren? Wenn ich es jetzt rechteckig oder winklig zuschneide, dann wird mein Korpus nichts, wenn ich einen Schrank bauen will. Also das ist schon mal wirklich mit eins der wichtigsten Werkzeuge, wie ich finde. Dann auch ein sehr, sehr wichtiges Gerät, ja, eine vernünftige Tischbohrmaschine. Wozu brauche ich sowas? Senkrecht Löcher bohren, das ist das Erste. Nehmen wir an, ich zeichne mir ein Teil an, ja, ein ganz genaues Maß. Und ich möchte senkrecht unten an dem Teil wieder rauskommen. Mit der Hand, sage ich euch ganz ehrlich, so gut wie unmöglich. Mit einer Tischbohrmaschine ist das schon eher möglich, weil das Ding senkrecht bohrt. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Machst du mit größeren Forstnerbohren rum, dann ist es auch kein Fehler, wenn du das nicht mit der Handbohrmaschine machst, sondern wenn du das Teil festspannst und dann ganz gemütlich mit der Tischbohrmaschine machst. Ein sehr, sehr großer Vorteil, wie ich finde, auch gerade so Sachen wie Kreisschneider. Das sind jetzt nicht unbedingt handgeführte Werkzeuge. Das sollte man dann schon, ja, in der Tischbohrmaschine machen. Gehört, wie ich finde, in jede Werkstatt. Die gibt es von günstig bis teuer, wie bei vielen Geräten eigentlich. Es bleibt halt immer nur die Frage, welches Ergebnis erwartet man. Ja. Für mich war wichtig, dass die Auslage, also das ist das Maß vom Bohrer zur Säule, das ist mir recht wichtig, weil es gibt ja Bohrmaschinen, da ist da die Auslegung, die Auslage so, bringt mir nichts. Ja, wenn ihr ein Brett habt, 30x30
und die möchte es in der Mitte anzeigen, also 15 cm, und ich habe bloß so viel, dann wird es knapp. Ja, also das war mir recht wichtig, und die Höhe. Weil wenn du hier einen Bohrer einspannst, dann hast du nur noch das hier an Höhe übrig. Ja, hast du jetzt generell nur so viel, jetzt mal übertrieben, ja, dann kriegst du den Bohrer zwar rein, aber kannst hier unten noch ein dünnes Brettchen bohren. Also das sind für mich die zwei ausschlaggebenden Kriterien, wenn ich mir eine neue Bohrmaschine suchen müsste. Die Auslage oder Auslege, ihr wisst, was ich meine, das hier und die Höhe. Das sind für mich zwei ausschlaggebende Kriterien, und das haben meistens eben die hochwertigeren. Eine große Auslage und eine große Höhe. Ja, also auch ein sehr wichtiges Gerät, wie ich finde, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema Basteln beschäftigen möchte. Kannst ja auch Metall bohren damit, ist ganz klar. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben senkrecht durchbohren kann. Natürlich kann man auch wieder hohlgenau bohren. Ich habe mir erst gestern diese Halter gebaut für meine Schienen. Nehmen wir an, ich möchte Serienlöcher bohren. Dann spanne ich mir hier, oder ich zwinge mir hier einen Anschlag fest. Und an dem kann ich dann mein Brett oder mein Material, was ich bohren möchte, entlang schieben. Dann bin ich immer auf der gleichen Linie. Also das ist auch wie bei vielen Werkzeugen so. Das Werkzeug ist das eine. Was ihr draus macht, ist das andere. Man kann ganz viel mit irgendwelchen Vorrichtungen oder mit ein paar cleveren Ideen, die es auf YouTube gibt, wirklich ganz, ganz viel aus diversen Maschinen rausholen. Tellerschleifer. Ja, der hier ist selber gebaut, der hier daneben, den ihr seht auch. Ja, da gibt es Bauanleitungen, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Warum ist jetzt ein Tellerschleifer so wichtig? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ja, dass ich es ja nicht vergesse. Winkliges Schleifen. Ganz klar, ihr kennt das, man nimmt einen Handschleifklotz, schleift irgendwo drüber, das ist am Schluss nicht mehr winklig. Ich möchte ja einen winkligen Anschliff. Und das kann ich mit einem Tellerschleifer machen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, winklig zu schleifen. Ja? Genauso wie gerade Kanten erzeugen. Ich habe jetzt irgendein Teil, das möchte ich nur kurz drüber schleifen, ja, dann möchte ich, dass nicht eine Buckelpiste am Schluss wird. Und dazu ist ein Tellerschleifer oder auch so ein Bandschleifer unglaublich gut geeignet, genauso wie senkrechte Rundungen anschleifen. Also ich brauche das Ding sehr, sehr, sehr häufig für, ich weiß gar nicht was, schleift generell. Also du brauchst auf jeden Fall irgendeine Art Schleifgerät in der Werkstatt. So, jetzt ist es so, man heimwerkt fröhlich. Früher oder später wird man mal eine größere Platte haben, die man auftrennen möchte. Ja, meine Platten sind jetzt 1,25x2,50 vom Großhandel. Die muss ich irgendwie auftrennen. So, ich habe jetzt den Luxus einer sehr großen Werkstatt, wie ihr seht. Ja, ich habe mir eine Striebig gekauft. Ja, ihr kennt die aus dem Baumarkt. Das sind die, mit denen sie euch eure Bretter zuschneiden. Ich habe den Platz, deswegen habe ich sie mir gekauft. Aber viele von euch haben diesen Platz einfach nicht. Ja? Was machen die Leute, die eben logischerweise nicht den Platz haben, sich so eine große Plattensäge in den Keller oder in die Garage zu stellen? Meine erste Wahl wäre eine Tauchkreissäge mit einer Führungsschiene. Das ist mega gut geeignet, gibt es von ganz vielen Herstellern. Ja, ich habe es jetzt von Festool, gibt es von Bosch, von Makita, von weiß der Geier wem. Und damit könnt ihr eure Platten auftrennen. Das heißt, ihr habt ein größeres Stück Plattenmaterial und ihr wollt jetzt, was weiß ich, ihr habt eine Platte, die ist 2x2 Meter und da wollt ihr jetzt 70 cm mal 70 cm rausschneiden. Ja, das wird mit der Tischkreissäge nahezu unmöglich, außer ihr habt eine Formatkreissäge. Aber auf so einer kleinen Tischkreissäge wie hier wird das ganz, ganz schwierig machbar. Gehen tut's schon, aber ich würde es nicht machen. Und da empfiehlt sich eben eine Handkreissäge oder eine Tauchkreissäge. Hier lege ich mein Plattenmaterial drauf, dann nehme ich meine Schiene, die lege ich da an, wo ich schneiden möchte, nehme meine Tauchkreissäge, zip, schneide da durch und habe meine Platte exakt zugeschnitten. So würde ich es machen, wenn ich keine Striebig hätte. Auf jeden Fall auch ein wichtiges Gerät, gerade Tauchkreissäge. Ich kann Ausschnitte fertigen, ja, der Klassiker, ich baue meine Küche um, ich möchte eine neue Spüle oder ein neues Kochfeld einbauen, da brauche ich ja diesen Ausschnitt. Wie mache ich den? Naja, man kann es einerseits mit der Stichsäge machen, das geht, weil die Kante verdeckt wird, ja, durch die Spüle, da sieht man nicht, wie krumm man sägt, kennen wir alle. Oder man hat eben eine Tauchkreissäge und da ist das Gute, ich kann in der Fläche eintauchen. Ja, bei einer Tisch- oder bei einer Handkreissäge, da steht das Blatt ja immer raus, da kann die nicht eintauchen. Also das ist so der Unterschied zwischen einer Tauchkreissäge, weil ich eintauchen kann, und zwischen einer Handkreissäge. Also wie ich finde auch, eine wichtige Säge, gerade wenn man größere Materialien hat, die man irgendwie zurechtschneiden möchte. So, dann ehrlich gesagt, nice to have, aber kein must have, aber
ich möchte sie mir trotzdem nicht mehr oder ich kann sie mir gar nicht mehr wegdenken, ist eine Kappsäge. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, was für mich damals wichtig war, als ich eine Kappsäge gesucht habe, war, ihr kennt ja diese ganzen Kappsägen, das ist heutzutage, also ich rede von vor 5 Jahren, da habe ich mir die gekauft, da gab es nicht so viele, die dieses System hatten, also diese 2 Schienen, auf der die Säge vor- und zurückfährt. Was man zu der Zeit noch ganz oft gefunden hat, war, das war fix und die Stange ist nach hinten gefahren. Das heißt, du brauchst dann halt irgendwann 1 Meter tief Platz, um deine Kappsäge da irgendwo hinzustellen. Das wollte ich nicht. Heutzutage gibt es viel mehr Sägen, die dieses System haben, die nach hinten wenig Platz brauchen. Das war mir damals wichtig. So, was kann ich jetzt mit so einer Kappsäge machen? Natürlich einmal kappen, recht hohe Teile, zum Beispiel wenn ich Balken habe, ich möchte ein Gartenhaus bauen, habe 50x50 Balken, und habe 60x60, 100x100, dann kann ich das hier natürlich super kappen. Ich kann hier auch noch Winkel anschneiden, 45 Grad, links und rechts bei jeder Kappsäge oder bei den meisten Kappsägen. Und ich kann hier, das zeige ich euch da, jetzt komm her, hier kann ich auch noch Winkel sägen. Das heißt, ich könnte quasi so 45 Grad, das geht jetzt hier nicht, so sieht man es jetzt glaube ich besser. So könnte ich jetzt quasi mein Teil zusägen. Sage ich euch ganz ehrlich, habe ich glaube ein, zwei Mal bis jetzt gebraucht. Also kein unbedingtes Must-Have, aber ganz ehrlich, ich brauche es ja auch ziemlich häufig. Warum? Naja, man hat eine Tischkreissäge in Maß eingestellt, dass ich nicht verstellen möchte und ich möchte kurz irgendwas absägen. Ja, nehme ich kurz die Kappsäge. Also kein Must-Have, aber etwas, das wirklich sehr, sehr bequem ist. So, mit den Werkzeugen kann man schon so gut wie fast alles bauen. Ja, jetzt gibt es noch 2 weitere Werkzeuge. Da würde ich sagen, da würde man ohne auskommen damit, wo man aber dann nicht mehr ohne auskommen damit ist. Ihr seht, ich sitze jetzt hier auf Massivholz. Das heißt, das sind einfach normale sägeraue Baumstücke. Und wenn ich mit denen arbeiten möchte, das heißt, wenn ich irgendwie richtig mit dem Holzwerke anfangen will, ja, dann muss ich das Holz zum einen mal abrichten und auf die richtige Dicke bringen. Das mache ich mit einem Abrichtdickenhobel. Das ist das erste Werkzeug. Ich werde auch ganz oft gefragt, Truppe, was hältst du von dem Werkzeug oder was hältst du von dem Hobel? Ich kann grundsätzlich eins sagen. Hobel funktionieren fast alle. Ja, du kannst dir einen günstigen Hobel kaufen, du kannst unglaublich viel Geld ausgeben, wobei der für viel Geld logischerweise auch gut funktioniert. Aber wenn man jetzt sagt, hey, ich habe nicht so viel Geld oder ich habe nicht so viel Platz, tut es ein günstigerer Hobel auch? Naja, die Frage ist ganz einfach. Ist ein Fiat genauso gut wie eine Mercedes S-Klasse? Also beides fährt. Ich komme von beidem mit München nach Berlin. Die Frage ist halt nur, wie? Und das ist das gleiche mit Hobel. Ich kann einen Fiat haben, also einen günstigen Hobel. Der hobelt auch, aber das Hobelergebnis ist halt nicht so sonderlich geil. Oder ich habe einen guten Hobel, das ist der hier, das ist ein semi-professionelles Gerät. Der hat eine Spiralmesserwelle. Der macht schon ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Hobelbild. Und dann gibt es natürlich die Profi- und Schreinermaschinen. Das ist dann nochmal ein Tick besser. Aber das ist dann preislich für den Heimwerker komplett uninteressant. Also natürlich gehen auch günstige Hobel. Die Frage ist immer bei allen Werkzeugen, die man sich in der Werkstatt kauft, was erwarte ich davon für ein Ergebnis? Das ist die einzige Frage, die ihr euch stellen müsst. Und natürlich, klar, ja, Geldbeutel muss natürlich auch dementsprechend viel drin sein und ihr müsst es brauchen. Ja, ich würde mir jetzt auch nicht so einen Hobel kaufen, wenn ich weiß, ich hobel im Jahr einmal was. Dann kaufe ich mir sicherlich auch nicht so ein Gerät, sondern dann würde ich auch eher zu einem günstigeren Gerät tendieren. Allerdings im Hinterkopf, das Ergebnis wird nicht so geil wie bei einem guten Hobel. Also das muss man ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Und ganz wichtig, wir haben das Holz abgerichtet, vielleicht auf dicke gehobelt oder nur abgerichtet und jetzt möchten wir es noch auftrennen. Und dazu brauchen wir dieses gute Gerät, eine Bandsäge. Ich finde eine Bandsäge auch unerlässlich, auch jetzt bei mir in der Werkstatt. Ich habe sogar 2. Ja. Die benutze ich zum Auftrennen. Ja, nehmen wir an, ich habe eine abgerichtete Holzplatte, also ein Baumstück, was ich jetzt gerade gehobelt habe. Das ist so dick. Ich möchte aber das so dick nicht verarbeiten, sondern ich möchte es auftrennen. Also halbieren der Länge nach. Und dann ist eine Bandsäge recht gut. Damit kann ich es auftrennen und wenn ich das dicke Holz gehälftet habe, richte ich es nochmal ab und habe ich 2 Stücke, die sind so breit und kann aus einem dicken Holz, die ich breite verleime, habe ich ein breiteres Holz. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dazu ist eine Bandsäge ganz gut.
Das hier ist die selber gebaute. Mit der säge ich mittlerweile gerne Kurven. Also so eine Bandsäge ersetzt fast eine Stichsäge. Ja? Eine Stichsäge kann halt noch wo eintauchen, das kann eine Bandsäge jetzt nicht. Aber seit ich eine Bandsäge habe, benutze ich meine Stichsäge sehr, sehr, sehr wenig. Weil die Bandsäge halt wirklich geil ist. Die ist schnell mal angemacht, ich schicke da schnell mal irgendwas durch. Ich kann da wunderschöne Kurvenschnitte machen. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Werkzeug. Gibt es natürlich auch wieder von günstig bis teuer. Die Frage ist auch hier, was erwarte ich für ein Ergebnis? Welche Hölzer möchte ich sägen? Wie oft arbeite ich damit? Wie viel Platz habe ich? Das sind immer die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man überhaupt ein Werkzeug anschafft. Ja? Ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass du mit dem Maschinenpark 95% der Holzwerkenprojekte hinkriegst, die so irgendwie bei YouTube oder in irgendwelchen Bauanleitungen im Umlauf sind. Eine Sache habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, und zwar das Allerwichtigste, egal welches Werkzeug ihr habt, egal welche Qualität ihr habt, ist Übung. Ja, es bringt euch das teuerste Werkzeug rein gar nichts, wenn ihr nicht damit umgehen könnt. Ich weiß noch, als ich habe mit einem günstigen Hobel angefangen, I don't know what I did, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich da mache. Ich habe irgendwie Ergebnisse erzielt. Jetzt nach 4 Jahren Hobel habe ich so langsam einen Plan, wie ich das Ding bedient. Das Wichtigste ist, übt Leute, übt, 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 baut Sachen, scheitert. Das Wichtige ist Scheitern. Ja? Aus Siegen lernt ihr nichts, weil alles glatt gelaufen ist. Ihr lernt nur, wenn was scheiße läuft, wenn ihr euch versägt habt, wenn was nicht hinhaut, wenn ihr merkt, das geht so nicht. Dann ist der Lerneffekt da. Also seid froh, wenn ihr Fehler macht. Klar, es ist scheiße, ich kaufe mal Holz im Baumarkt, sägt es zu, versägt, scheiße, aber ihr habt was gelernt. Ja? Das möchte ich damit sagen. Das Wichtigste ist, dass ihr übt, Dinge baut und besser werdet. Nur so kann man besser werden. Ja? Vom Video angucken bei YouTube, jetzt wie hier, wirst du nicht besser. Das ist zwar interessant zum Anschauen, aber wenn du nicht in die Werkstatt gehst und selber deine Skills entwickelst, dann wird es auch leider nichts. So, das sind die Werkzeuge, mit denen ich fast alles, was ich hier gebaut habe, realisiert habe. Natürlich, ich habe noch ein paar Spezialmaschinen, aber die braucht es nicht unbedingt. Man findet auch oft eine Lösung um so eine Spezialmaschine, Beispiel Domino. Ja? Man findet auch oft irgendwie den Weg, das ohne den Domino zu bauen oder ohne Dübel zu bauen. Das geht schon alles irgendwie. Also, wenn ihr das, was ich auf dem Kanal baue, cool findet und sagt, das möchte ich auch machen, dann habe ich euch jetzt mal so einen Anhaltspunkt gegeben, was es für Maschinen braucht, dass man das ähnlich nachmachen kann oder dass man diese Sachen auch bauen kann. So, wenn du die ganzen Maschinen, die ich dir jetzt hier gezeigt habe, alle mal im Einsatz sehen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, entweder Kanal abonnieren, ja, das wäre natürlich die allerbeste Möglichkeit, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, oder mal in den Projektvideos schauen. Mein Gott, was ich alles schon gebaut habe. Es sind mittlerweile, ich weiß nicht, über 900 Videos von Schränken, Tischen, Stühle, Gartenzeug. Also es gibt, glaube ich, nichts, was ich noch nicht gebaut habe. Da einfach mal rumschauen. Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich darf Danke sagen fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Vielleicht bist du dabei. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis die Tage. Servus.